Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main im Herzen von Ropheim, meinem wunderbaren kleinen Liedchen. An einem fantastischen Tag und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe von Bluebricks Pro 104120. Ein Schlingmann TLF 3000 Varus 4x4. Es ist ganz wunderbar. Richtig. Gut 1800 Teile, 100 Euro. Keine Sticker, alles Prinz. Es ist ein Fest und wir schauen es uns mal an, oder? Richtig. Und Feuerwehrautochen macht mir sowieso Freude. Da kann man so viel Abenteuer miterleben. Und das ist auch noch auf Basis von einem Unimog. Ja, besser geht's ja kaum. Finde ich auch. Aber es ist ein Bluebricks Pro. Das heißt, es ist kein Special. Somit sind es keine Teile, die Bluebricks dort verbaut, sondern es ist in Kooperation mit Qingbao gebastelt. Das ist so wie auch bei den Star Trek Modellen, die ich euch aktuell zeige. Oder bei diesen Pro Western Sets und so weiter und so fort. Ihr kennt das System. Das heißt, es kommt auch mit einer Box. Das heißt, es kommt mit einer gedruckten Anleitung. Das heißt, es kommt mit einer Bauschrittunterteilung. Somit ist es auf jeden Fall wesentlich zugänglicher für viele, die keine Lust haben auf diesen großen Haufen. Gucken wir uns einmal kurz die Box an. Im Maßstab 1:30 gebastelt. Wie gesagt, natürlich mit einer Lizenz von Schlingmann. Alles dabei. Und wir haben die Abenteuerrückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Einfach nochmal ein nettes Bild. Und ihr seht schon die Klappen, die man öffnen kann. Es sind keine Rolltore, wie auch schon bei dem HLF, das ich euch gezeigt habe. Hier seht ihr auch nochmal kurz so ein paar von den Gags, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ansonsten etwas zu große Box, finde ich. Da ist auch wieder so ein Karton drin. Und darin sind dann die vielen, vielen, vielen Tütchen für die vier Bauschritte. Und dann könnt ihr es basteln. Ihr bekommt eine schöne Anleitung. Da habt ihr auch nochmal ein bisschen Story dazu, was denn ein TLF genauso kann. Tanklöschfahrzeugaufbau. Ja, richtig. Und ein paar coole Bilder und Abenteuer, die man erleben kann mit diesem Fahrzeug. Da fällt euch doch gleich was auf. Das ist das, was mich am meisten an dem Fahrzeug stört. Hier seht ihr ein schönes Bild. In Action. Mit den coolen Reifen. Das sind die. Ich finde, die kommen da sehr nah dran. Sehr, 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 sehr nah dran. Das ist wie auch beim 76240 Tumbler von Lego. Hat damals, als Lego mit dem Unimog auf den Markt kam, 8110, den Technik-Unimog, diesen Reifen hier auch verbastelt. Und der passt ideal dazu. Passt auch wunderbar zu den Bildern, die hier dabei sind. Das ist ein anderer Reifen. Der wäre zu groß. Habt ihr völlig recht. Aber jetzt stellt euch den mal kleiner vor. Denn der hier ist auch an den Seiten so rund. Das ist so, ich fände es total super. Ich bin dafür, wir brauchen den. Genauso wie wir jetzt ja auch den Traktorreifen in kleiner bekommen haben, den vom Klaas Xerion, der ist jetzt auch runtergeschrumpft. Sowas mag ich und das bräuchte mir auch mit dem Unimog-Reifen, finde ich. Und mit dem Arox-Reifen. Gut, aber das sei mal dahingestellt. Achso, Anleitung. Ich brauche jetzt mal was mit Farbe, damit man es besser sieht. Oh, jetzt ist. Alle vorherigen Bauschritte sind immer leicht verblasst dargestellt. Der aktuelle hat die volle Sättigung. Damit hat man eine sehr gute Übersicht im Modell. Es gibt gar keine Probleme. Man muss nicht auf Farbseuche zurückgreifen, damit auch Einsteiger damit zurechtkommen. Das ist, was die Farben angeht, also überhaupt kein Problem in irgendeiner Form. Farbseuche ist nicht verbaut. Das ist natürlich ein Traum. Wir messen das Set mal kurz aus. Und wir kommen auf 33 cm in der Länge. Knapp 12 cm mit Spiegelchen, wahrscheinlich knapp 13. Und in der Höhe sind wir bei 16 bisschen Zentimeter. Von der Proportion finde ich sehr gelungen. Vor allem finde ich die Schnauze gut. Die finde ich richtig gut. Das sind alles Prints. Alles, was ihr seht, sind Prints. Rollt super. Ja, ganz hervorragend. Ist ein schweres, massives Modell. Hat praktisch auch keine umbaute Luft. Also nur hier. Der Rest hier drin ist massiv eigentlich gebaut. Zeige ich euch gleich. Größtes Thema, was ich schade finde, verständlich, aber schade finde, ist die Nummer mit den Rolltoren. Das sind keine, sondern das sind einfach Klappen. Ich fände es natürlich sehr cool, wenn das wie bei einer Feuerwehrwache einfach sowas wäre, was man hochzieht und das verschwindet dann hier oben drin. Fände ich auch gut. Ist dann in verschiedenen... hier habe ich wieder nicht richtig festgedrückt, das zeige ich euch gleich. Ist natürlich in verschiedenen Breiten auch eine gewisse Problematik. Auch das drin dann zu verstauen eine Problematik, aber ich fände es schon cool. Komme ich auch gleich zu meinem Punkt. Wir warten ja sehnlichst auf ein gescheites Feuerwehrmodell, auch mit 3-4 Funktionen. Das wäre ja mal cool. So ein bisschen größer, dann könnte man sowas auch wirklich verstecken. Und nicht nur so ein Gagelding, was irgendwie so einen kleinen Korb dran hat, sondern mal so was Richtiges. Ich fände das sehr, sehr cool.
Genauso wie auch so ein großes Polizeieinsatzfahrzeug. Finde ich auch sehr, sehr schön. Kranken wir alle Einsatzfahrzeuge. Alle, einfach alle. Wir brauchen alle Einsatzfahrzeuge. Jetzt gehen wir kurz drumherum. Ich habe eben schon wieder festgestellt, ich sehe das hier gar nicht, aber in der Kamera sehe ich es. Ja, also mit meinem Kontrollmonitor sehe ich genau, welche Fliesen ich nicht ganz festgedrückt habe. Hier ist dann auch der Übergang. Das spürt man genau. Wenn ich so angucke, sieht man es nicht. Das ist ja spannend. Gut, ich soll vielleicht vor dem Monitor bauen, dann sehe ich es besser. Also fangen wir mal an. Das ist die Front. Gleich vorneweg, es gibt zwei, drei Ecken, an denen sollte man das Modell nicht festhalten. Wie zum Beispiel hier diese Slopes. Die sind nur an zwei Noppen links und rechts festgemacht. Das ist ein Thema. Das ist nichts, um das Gewicht, das hohe Gewicht von dem Modell tatsächlich zu tragen. Genauso ist das eine interessante Konstruktion, wie dieser Kotflügel hier mit der Schnauze verbunden ist und das dann mit dem Rahmen des Fahrzeugs, der sehr stabil ist. Das ist manchmal auch unglücklich gelöst, würde ich sagen, während des Bauvorgangs einfach. Ich sage, okay, das Teil ist eine ganze Zeit lang nicht befestigt, bis man dann tatsächlich alles miteinander verbindet. Danach ist bombenfest. Da würde ich mir das gerne andersrum in der Anleitung wünschen, damit das erst gar nicht los ist, weil es gar nicht nötig ist, weil es am Ende schön fest ist. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich guck mal, ich balanciere mal so ein bisschen rum. Auch so klassisch hier hinten an diesen Ausgängen fasse ich das Modell gerne an, weil ich halt nicht schlau bin. Deswegen, ich hoffe, ich krieg's jetzt mal gescheit hin. Also, ich freue mich natürlich sehr hier über diese Slopes. Das sind zwei Slopes, wie ihr seht. Und an denen ist das, es sind eigentlich Brick Modified, glaube ich, in der Bricklink-Welt. Aber es sind Slopes und für mich. Und da ist vorne dieses Feuerwehr drauf gedruckt. Das finde ich sehr, sehr schön. Kennzeichen ist natürlich bedruckt. Weiter geht's. Das hier sind auch Prints. Das ist an der Seite einer Plate, ist das angedruckt. Das kann Lego auch. Beim Nintendo haben wir es gesehen, beim NES-System. Sie können es, sie machen es halt noch nie. Sieht sehr cool aus, finde ich. Ein kleines Detail. Dann geht es weiter drum. Das sind die verschiedenen Klappen. Das ist auch eine Klappe. Das ist auch eine Klappe. Hier dann grüner Ausgang. Dann die Rückseite nochmal Kennzeichen wieder bedruckt. Das hier ist auch eine große 6x6 Fliese bedruckt. Ist ja auch, das haben sie jetzt auch bei den Star Trek Sets. Sind ja auch die großen 6x6 Fliesen bedruckt. Und dann ist das hier die andere Seite. Und hier natürlich auch wieder der Print dabei. Und wir gehen einmal rum. Drin sind noch mehr Prints versteckt auf kleinen Fliesen, hier und da ist dann mal was drauf. Ganz wichtig, gefedert. Vorne und hinten. Und das baut ihr als allererstes. Und das ist so ein Thema, da komme ich gleich zu. Ihr seht ja mal die Bodenkonstruktion. Das sind große 14er Technik Bricks. Es gibt auch noch die 16er Technik Bricks und ihr seht die Federn. Also, doch, da seht ihr die grauen Federn, vorne und hinten. Das ist eine sehr stabile Konstruktion. Ihr baut ganz am Ende erst die Reifen dran, aber vorher schon die Bremsscheiben. Die seht ihr da drin, die hellgrauen. Und da unten die hellgrauen Bremsscheiben. Und dann habt ihr das Modell da stehen mit der Bodengruppe und der Federung dran und die Bremsscheiben so. Und ab diesem Zeitpunkt, alles was ihr hier drauf setzt, und ihr setzt viel drauf, 1800 Teile setzt ihr noch drauf, baut ihr immer drauf, während ihr es aber nicht mehr richtig auf den Boden drücken könnt, weil die Federung da schon läuft. Ich weiß nicht, ob... Ich finde, vom Zugriff her hätten wir doch auch ganz am Ende die Federung bauen können, oder? Ich meine, ganz am Ende kommt man noch dran. Ich weiß nicht, den vorderen Kotflügel, okay, hätte man vielleicht dran machen, also davor hätte man die Federung anmachen müssen, aber ich finde es ein bisschen ungünstig, denn ich versuche dann die ganze Zeit von unten gegen zu drücken, während ich oben baue. Und das ist einfach unbequem. Ich finde es unbequem. Aber gut, gucken wir mal, was das Kistchen alles kann. Die vielen Abenteuer, die es hier zu erleben gibt. Wir fangen natürlich mit dem klassischsten Abenteuer an. Das sind die Türen. Und kann man da gut reingucken. Innenraum ist auch komplett schwarz. Also da ist wirklich wenig Farbabwechslung, was natürlich ein Thema ist, wenn man reingucken möchte. Ihr seht die Tür innen und dann seht ihr da Cockpit mit vier kleinen Fliesen mit Anzeigen, die auch komplett bedruckt sind. Selbstverständlich sind zwei unterschiedliche Prints, jeweils zwei davon. Das seht ihr hier nochmal. Ihr seht auch hier diesen kleinen Brick, der rund ist, damit ihr, wenn ihr das hier andrückt, seht ihr, jetzt stößt es an. Und jetzt könnt ihr den Druck aufbauen, um es zuzumachen. Und schließt ziemlich bündig. Funktioniert sehr gut. Aber hier habt ihr dann Lichterchen drauf, die machen gar nichts. Hier diese Leuchte, die könnt ihr rausziehen und drehen und dann auch wieder nach unten drücken. Das ist aber einfach nur ein Bar an einem Clip. Und da zieht ihr den hoch und runter, den seht ihr da. Seht ihr den Clip? Da, dazwischen. Und der zieht es einfach nur hoch und runter. Das ist kein Riesenmechanismus in irgendeiner Form. So, dann kommen wir hier unten hin. Achso, das hier natürlich hier so ein Tank. Ja, wunderbar. Stufen hier hoch, auch fein. Wir haben dann hier eine Klappe, die man öffnen kann. Hier kann man eine Klappe öffnen. Oder, das sind ja Klappen, denke ich, dahinter. Das sind keine Stufen, um da besser ranzukommen. Oder das sind Klappen. Ich bin da nicht so hart dabei, ihr wisst es.
Ich mag zwar die Fahrzeuge, ich mag die Feuerwehr, aber ich habe keine Ahnung, wie sich das gehört. Die kann man jeweils aufklappen. Und ich meine, da drin ist was los. Und zwar volle Wäsche. Alle möglichen Kanister, Schläuche, Vorrichtungen, Dinge, Werkzeugkästen in Flat Silver. Hier ist noch eine Klappe. Dahinter ist auch nochmal Zeug. Hier ist nochmal eine Kordel aufgereiht. Hier oben sind nochmal, weiß ich nicht, verschiedene Spritzen, Aufsätze, Dinge. Ich weiß es nicht. Alles da, was man sich auch nur erträumen könnte, um irgendwie im Einsatz was zu machen. Das ist natürlich ein Print. Alles dabei. Volle Wäsche. Und man kann hier irgendwie, steht da in dem Text am Anfang, dass man ja auch hier verschiedene Löschschaum, Löschwasser, verschiedene Art hier anzapfen kann und das mischt und kann man Abenteuer leben. Da sind nochmal die Prints, das sind die identischen Prints, die auch im Cockpit nochmal verbaut sind auf den Fliesen. Die seht ihr auch hier nochmal mit vielen kleinen Kleinigkeiten, nette Art und Weise. Und wir haben hier drüben nochmal, auch wieder hier unten natürlich die Klappen, wie auf der anderen Seite auch. Und wir haben hier oben, ja, auch nochmal die volle Aussicht auf weitere Utensilien, Werkstücke, was auch immer. Das hier sind natürlich auch nochmal Klappen, die kann man aufmachen, das sind ja kleine Kästchen. Da sind auch nochmal Lämpchen jeweils drin, die man rausnehmen kann. Taschenlampen, was auch immer es ist. Und wir haben hier zwei von diesen Platten, die man rausnehmen kann, nochmal mit Zubehör. Ja, Axt, Kreissäge, Funkgerät. Klassiker, den man immer so dabei hat. Und die schiebt man da drauf. Diese Dinger kennt ihr auch schon aus dem alten Fahrzeug, was ich euch ja auch schon gezeigt habe. Dann hier oben ist natürlich alles schön mit diesen Trans-Clear Plates verbastelt. Oben haben wir dann nochmal zwei Leitern. Die kann man ja jetzt, die kann man abnehmen, aber die haben jetzt keine Klappfunktion in irgendeiner Form. Hier nochmal Dinge und nochmal Lämpchen. Hier oben ist auch die kleine Luke angedeutet. Die sieht man hier. Da kommt ein Kollege raus und löscht wild aus dem Cockpit heraus. Und ich nehme an, das ist eine Luke. Die kann man jetzt aber hier nicht öffnen, die ist nur angedeutet. Und dann geht das ab. Richtig. So, jetzt komme ich nochmal zu. Also das sind erstmal die... Das ist die Basisübersicht über das, was man tatsächlich sieht, wenn er dann da steht und wenn man damit glücklich ist und man möchte ihn irgendwie nur mal zeigen. Und ich zeige euch auch mal im Vergleich, damit ihr Bescheid wisst, dass hier sein Freund, den habe ich euch ja schon gezeigt im Video, hat 400 Teile mehr, ist auch kleinteiliger, hat auch wieder hier diese Klappen natürlich zum Öffnen, die ganze Geschichte. Hier konnte man aber von hier oben noch, das konnte man tatsächlich runternehmen. Hier hinten ist ein Gelenk und hier wieder festdrücken. Ist mächtiger und länger, seht ihr ja schon. Ist natürlich auf einer Basis von einem anderen Fahrzeug gemacht. Das ist kein Unimog und so weiter und so fort. Sie kosten aber beide 100 Euro. Und das finde ich schon spannend, weil ich, also hier ist wesentlich mehr dran. Also wesentlich mehr dran. Es sind auch alles Prints. Man sieht auch die Schlingmann-Sachen, auch hier an der Seite drauf gedrückt. Ich sehe nicht ganz, warum der auch 100 Euro kostet. Ich muss sagen, hier wäre ich zwischen 80 und 90 Euro mit einer Landung happy gewesen. 90 Euro gebe ich ihm. Und da hätte das gepasst. Warum beide 100 kosten, weiß ich nicht. Ich muss sagen, das hier ist die fortgeschrittenere Konstruktion. Lässt sich angenehmer bauen. Hat auch die besseren Lösungen, finde ich. Ist eleganter gebaut an vielen Stellen. Das ist aber jetzt mal der generelle, auch hier, also hier lief ja auch super und so, rollte alles gut. Die Türen hinten fand ich sehr cool. Es hat mir alles Spaß gemacht. Der hier ist aber so schwer hinten, dass die Reifen auch Standschaden kriegen. Kennt ihr auch von schweren Lego-Modellen. Das ist so, diese Reifen sind einfach zu weich. Für mich ist aber jetzt die Sache, dass der hier besser zu bauen ist und die auch höhere Teilequalität hat, liegt einfach daran, dass es ein neueres Modell ist. Ihr wisst, alle Hersteller werden ständig besser und so natürlich auch schon war. Ist klar, die Konstruktion von Blue Bricks werden besser, auch vollkommen klar. Deswegen ist es okay prinzipiell vom Erlebnis her, dass man sagt, man bekommt 1800 Teile für 100 Euro, man hat ein super Bauerlebnis, Teilequalität ist absolut ausreichend, wunderbar. Aber trotzdem, der wird ja auch noch hergestellt. Das heißt, der bekommt ja auch die besseren Teile mittlerweile. Und ich sehe, ich finde, der müsste günstiger sein als der. Oder der war mit 100 halt ein echter Schnapp. Das kann man sich jetzt überlegen, wie man möchte. Aber ich finde, es müsste einen Preisunterschied zwischen den beiden Modellen geben. Jetzt wollte ich euch nochmal was zeigen zum Bau. Und das hat mich schon das Nerven gekostet. Ja, also ich habe es alles zusammengekriegt, aber ich dachte mir ein bisschen, warum. Denn dieser gesamte vordere Bau hier, ihr baut am Anfang die Basis, als zweites baut ihr hier hinten den Kasten und Moment, Reihenfolge, und dann baut ihr das Fahrerhaus,
Ich glaube danach den Deckel und die Räder. So irgendwie läuft das von der Reihenfolge etwa. Das hier vorne aber, und das ist der Punkt, sitzt nur auf wenigen Noppen auf. Und ich gucke mal, ob ich das jetzt hier mal sauber abbekomme, um euch das zu zeigen. Bin es mal gespannt. Nein, wahrscheinlich nicht, weil ich es jetzt wieder gut festgemacht habe. Ich glaube, final hatte ich es gut fest. Durch das Dach, was drauf kommt, hat sich das sehr, sehr, sehr gefestigt die ganze Zeit. Ihr seht schon, ich muss da echt dran arbeiten. Also das ist nichts, was auseinanderfällt. Lasst euch da nichts erzählen von irgendwem. Das ist ein ernsthaft stabiles System. Aber ich würde es euch trotzdem gerne mal zeigen. So, jetzt haben wir das Dach runter. Und jetzt seht ihr auch mal hier, dass das wirklich, also das sind echte Brickwände, die da gebaut werden. Auch immer mal zwischendurch. Diese Wand, diese, das sind echte Brickwände. Nicht irgendwie, dass das los, das sind komplett durchgehend jeweils diese Wände, die da reingezogen werden. Ist echt eine gute Konstruktion. Und jetzt habt ihr das hier vorne. Und dieser Vorderbau ist ein Stück. Der wird dann später, ihr habt gemerkt, also ich konnte wirklich dran reißen, hiermit massiv stabilisiert. Aber bis zu diesem Zeitpunkt baut ihr das hier als Block. Und das wird laut Anleitung suggeriert, dass das Stück für Stück hier anzubauen ist. Ist es nicht. Baut das Ding so, dann ist das komplett stressfrei. Ihr habt überhaupt keine Probleme. Ihr könnt es richtig gut anfassen, von allen Seiten zusammendrücken. Und am Ende setzt ihr diese Achterplate hier vorne einfach auf diese Plate Modified. Und das war's. Dann sitzt sie da sauber drauf. Ihr könnt es hier mit diesen beiden Noppen verknüpfen. Und am Ende setzt ihr das Dach drauf und alle sind happy. Und dann funktioniert es auch gut. Und das ist eine Geschichte, deswegen meinte ich das vorhin in der mit der Anleitung. Die ist gut, die Bautechniken sind auch kein Problem, aber ich finde es ungünstig von der Reihenfolge, wie einem was erklärt wird. Hier könnt ihr auch nochmal die Prinz genau sehen. Die sind wirklich schön. Hier ist das Lenkrad, das ist wieder... Habe ich gut gemacht. Das Lenkrad ist ja auch auf so einem Balljoint, kann man hin und her bewegen. So, und so seht ihr die Prinz nochmal richtig. Das sind Flat-Silver-Elemente. Das ist sehr schön. Das ist einfach nur wieder dieses simple System für die A- und B-Säulen. Also deswegen, ich bin einfach nur ein bisschen unglücklich mit der Reihenfolge, in der es mir präsentiert worden ist. Wenn ihr es euch aber ein bisschen anschaut, und ihr seid ja vielleicht nicht Erstkunde bei Bausteinen, wenn ihr es euch ein bisschen anguckt, merkt ihr, was da der Plan ist, und dann baut es einfach anders. Ja? Lasst das Modell beiseite stehen, baut dieses Modul, setzt es danach auf und dann ist es schön. Genauso auch finde ich die Konstruktion hier eigentlich sehr schön. Das sieht man dann alles ganz gut. Auch hier die Stoßstange vorne wird später angesetzt und die stabilisiert danach die Kotflügel, die auch nur hier angedockt werden, bei der Leiter. Und sobald das dran ist, ist die Sache stabil. Kommt aber erst ganz am Ende dran. Finde ich unnötig. Hätte ich so als Konstruktion quasi am Stück gebaut, damit alle gleich wissen, oh, funktioniert super. Und danach setze ich das auf. Und das geht mir an manchen Stellen so, weil das hier federt dann. Und das die ganze Zeit dann hier festzudrücken, wenn der Boden drunter nachgibt, ist alles ein bisschen mittel. Und darauf würde ich, ich erzähle es ja fast bei allen Modellen, insbesondere auch gerne mal bei Blue Brick Specials, wo ich sage, mach das doch einfach in einer anderen Reihenfolge. Und dann sind alle viel glücklicher. Und die Front, finde ich, ist sehr cool geworden, auch hier mit dem Winkel, der hier erreicht wird, durch diese Slopes, das sind Inverted Slopes. Und dieser ganze Block sitzt auf Hinges, damit der Winkel dann geschaffen werden kann. Ich finde, das ist schön gelöst. Das ist gut gelöst, das sind gute Teile, aber wie gesagt, die Baureihenfolge. So ist es. Und dann sitzen wir da. Und deswegen, also wie gesagt, 90 Euro. 90 Euro wäre super. Ja. Aber ich glaube, für alle Feuerwehrfreunde ist es trotzdem ein Fest. Und jetzt könnte man als nächste Idee nochmal langsam rangehen, dass wir das Zeug beleuchten, oder? Weil ich meine, es ist das erste Bild. Das Ding hat Flakbeleuchtung drumherum. Guckt euch das mal an. Da geht alles ab. Das Teil muss leuchten. Sind wir uns so einig, oder? Genau. Ja. Nee, aber Spaß gemacht hat es mir auf jeden Fall. Es sind, glaube ich, warte mal, war nicht doch hier an der Seite noch ein Aufkleber? Habe ich die weggeworfen? Doch, irgendwo war noch, glaube ich, ein Aufkleber. Ich habe sie natürlich wieder nicht benutzt. Ach, ihr kennt mich doch. Weil ich sehe gerade hier die Geschichten. Das hier und so. Das habe ich natürlich nicht dran gemacht. Das, was ihr seht, sind alles Prints. Und darum geht es mir in erster Linie. Stimmt, da war noch ein Aufkleber. Habe ich ganz vergessen. Ich sehe sie jetzt gerade. Es ist gut, dass es mir noch eingefallen ist. Dann habe ich es auch noch untergebracht. So, ich hoffe, ihr habt ein wenig Freude. Vielleicht seid ihr begeistert von solchen Einsatzfahrzeugen. Ich denke, sie sind sehr erfolgreich. Deswegen bin ich mir sicher, dass immer noch weitere Folgen werden. Ich stelle sie euch natürlich vor. Technisches Hilfswerk zum Beispiel. Auch nochmal so ein großes. Da hat ja auch Blue Bricks nochmal Varianten da. Ich zeige es euch auf jeden Fall. Ich habe Freude, sowas zu bauen.
Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt nette Leute um euch. Habt eine großartige Zeit und bis bald.